Beim letzten Mal. Also Donnerstag letzter Woche. So lange ist das schon, ne? Sind unsere Helden an der Küste von. An der Schwertküste angekommen, angelandet mit einem Schiff, um dann ein Dorf zu besuchen, dessen Name an dieser Stelle keine Rolle spielt, um dort von einer namenlosen Bürgerin aufgenommen zu werden in ihrer Hütte. Althorn. Also wirklich. Ja, jedenfalls wurden sie in einem namenlosen Dorf von einer namenlosen Bürgerin aufgenommen und dort freundlichst hofieren und um Geschichten gebeten. Sie schwelgen in der Vergangenheit. Der Paladin hat noch eine Frau von ihrer Unfruchtbarkeit gerettet und damit einen Mann sehr glücklich gemacht. Wahrscheinlich auch schwer entlastet. Und sodass wir dann schließlich, nachdem wir einen Knecht Robrecht anheuern konnten, Robrecht Knittel, der einzige NSC in dem Amt, der einen Namen hatte, sind wir schließlich ja, nicht wahr. Schließlich aufgebrochen nach Baldur's Tor. Ich dachte, es blieb ein Herbert. Ja, den gab es auch. Ja. Dann sind wir nach Baldur's Tor aufgebrochen, um auf dem Weg in einem weiteren namenlosen Dorf Halt zu machen. Schwalbenbach. Meine Güte, diesmal nehme ich dich nicht zum Abwort, zum Zusammenfassen. In Schwalbenbach, weil es genau auf halbem Weg liegen sollte. Und dort haben wir einen nicht näher bezeichneten Jahrmarkt gefunden, auf dem wir schließlich einkehrten. Um dort blitzige Süßigkeiten zu kaufen, primär. Und um unseren Drang nach Abenteuern zu stillen, da wir sonst nicht genug erleben. So, dass wir auf dem Jahrmarkt schließlich herumgelaufen sind, Torwin ein wenig herum wohltätern konnte. Dabei schließlich aufgefallen ist, dass jeder auf diesem Jahrmarkt, der dort arbeitet, hässlich oder ein Krüppel ist. Oder ein hässlicher Krüppel ist. Und uns das irgendwie seltsam vorkam. So, dass wir anfangen wollten nachzuforschen, während Glitzy auf eigene Faust unterwegs war und sich mit Süßigkeiten vollstopfte, während er Schrei aus einem Spiegelkabinett hörte, in das er dann auch prompt alleine, erfüllt von Neugier und Zucker, hineingestürmt ist. Klingt nach einer guten Idee eigentlich. Um dort von einem Monster zumindest angebissen zu werden. Wohin er wieder zu uns kam und wir dann darüber philosophierten, ob wir dann was tun müssten wegen diesem Spiegelkabinett und ob das eigentlich unsere Angelegenheit wäre. Haben uns dann aber schließlich dazu durchringen können, das Ganze unter dem Motto Rache an dem, der Glitzy gebissen hat, laufen zu lassen, sodass wir dann auch schließlich in dieses Spiegelkabinett eingefallen sind. Bepackt mit jeder Menge Zaubern und Waffen und Robrecht Knittel. Und in diesem Spiegelkabinett haben wir dann haufenweise Spiegel und auch Monster gefunden. Und immer wieder irgendeine Vision von einem kleinen Jungen in verschiedenen Stadien des Alters. Immer wieder mit verschiedensten Monstern konfrontiert, die wir, die ersten hat Torwin erschlagen, während Kasimir festgehalten wurde. Und das letzte konnten wir dann gemeinsam verprügeln. Jedenfalls haben wir es geschafft, bis zum letzten Monster vorzubringen. Woraufhin und dann habt ihr eure Taktik geändert. Dann haben wir unsere Taktik geändert. Woraufhin dann nach der Besiegung des Monsters Spiegelkabinett wohl irgendwie uns rausgeschmissen hat. Der kleine Junge noch irgendwas erzählte von wegen, wir müssen ihn retten und dass er wohl irgendwie ein Geist gewesen hat, auch eine kleine Holzstatue fallen lassen, die Torwin dann mitgenommen hat. Und wir sind schließlich aus diesem Zelt herausgestürmt, Hals über Kopf, und waren uns im Zweifelsfall erstmal uneins darüber, wie es jetzt weitergehen sollte, da die Lina sich dagegen ausgesprochen hat, einem weiteren Geist zu helfen, der sie dann nachts am Bett treiben sucht, um sie voll zu jammern. Und Torwin dann den Rat eines Blinden eingeholt hatte, was die Statue anging, wobei dann herauskam, dass er sich die vorher gar nicht angeguckt hatte und der Blinde dann durchs Tasten herausfand, dass da unten was eingraviert gewesen ist. Und nebenbei hat er noch herausgefunden, dass der Blinde auch die ganzen, zumindest das Spiegelkabinett, aufbaut, obwohl er blind ist. Ja, und dann saßen wir da auf der Wiese und haben ein bisschen rumgesessen und uns gefragt, was das Ganze jetzt eigentlich überhaupt sollte und ob man Probleme anderer Leute nicht lieber lassen sollte, wo sie sind. Dankeschön. Genau. Und was war nochmal eingraviert an der Holzstatue, der Name? Moment. Torwin. Du befindest dich in einem tiefen, tiefen Keller. Um dich herum Wände aus grobem, dunkelgrauem Stein, an denen hin und wieder leichte Rinnsale aus dreckigem, brackigem Wasser herunterbrechen. Du fühlst dich klein und unbedeutend. So, als wenn es der ganzen Welt egal wäre, dass es dich gibt.
Und dann öffnet sich die Tür zu deiner kleinen Kellerkammer. Du siehst, wie ein Mann hineintritt und hast sofort das Gefühl von Freude, von Liebe, gepaart mit einer unangenehmen Note Angst. Der Mann kommt auf dich zu und spricht dich an. Na, mein Kleiner. In dem Moment verschlägt es dir die Sprache, deine Unterlippe zittert, du bebst. Als du siehst, wie er die Hand, die eben noch an seiner Seite war, zu einer flachen Hand erhebt und dich schallend ohrfeigt. Es tut unglaublich weh, als du zur Seite hinweggeschleudert wirst und in einen Spiegel schaust. Nein, eigentlich ist es nur eine Pfütze aus diesem brackigen Wasser, in dem du dich spiegelst. Dein Gesicht ist furchtbar. Dein Auge halb an der Wange heruntergesunken, dein Oberkopf an der linken Seite leicht wulstig mit mehreren verschiedenen Beulen. Und in einem Spiegelbild siehst du, wie der Mann auf dich zukommt und dich nochmal schlagen möchte. In diesem Moment wachst du auf. Um dich herum ist die Abendsonne zu sehen und deine munter vor sich hin plappernden Freunde sitzen um dich herum auf dem Gras und sind dabei, Abendessen zu machen, während du aufwachst. Ja, ich wach so. Verschwitzt auf, so guck erstmal nach links und rechts. Riechst du denn? So viele Süßigkeiten gegessen, hast du jetzt schlechte Träume oder was? Genau ja, das ja. Anscheinend. Ich bin eingeschlafen. Wie lange habe ich überhaupt geschlafen? 2 Jahre. 2 Stunden. Oh Gott, ich habe irgendwie geträumt, ich wäre in so einer Art Verlies und irgendein erwachsener Mann hat mich geschlagen und... Ein Erwachsener. Ich fühlte mich sehr klein und unbedeutend. Das ist ja grausam. Warum habt ihr ihm gesagt, dass er nicht 2 Jahre geschlafen hat? Das wäre lustig geworden. Der wollte das glauben. Siehst du, Torvin, das klingt doch schon wieder nach diesem komischen kleinen Geisterjungen. Jetzt sucht er dich schon heim, bevor du ihn ganz gerettet hast. Anscheinend... Ja, und wie gesagt, sein Auge hing halb raus, oder mein Auge, was ich in der Pfütze sah, hing halb raus und meine Schädeldecke war geblatzt oder was heißt geblatzt, zumindest total deformiert, so Beulen und dieser grauenhafte Mann schlug wieder zu. Das Komische waren die Gefühle. Einerseits fühle ich, habe ich irgendwie positive Gefühle gegenüber ihm gehabt, aber auch direkt auch Angst. Würdest du den Mann wiedererkennen? Ich denke ja. Ja, er hatte einen ziemlich markanten Bart, der sehr, fast ein wenig vom Adel her stammend geschnitten war. Spitzbärtchen. Genau, oder so. Spitzbärtchen mit so leichten Koteletten. Ja. Und hast du den Mann schon mal irgendwo gesehen? Nein. Bisher noch nicht. Tja, dann sollten wir der Sache nicht weiter nachgehen. Ein gemeiner Kinderschänder ist er, glaube ich. Er hat garantiert den armen Jungen zusammengeschlagen des Öfteren. Ja. Eltern schlagen ihre Kinder. Ja, aber das nicht stimmt. Auf diese Art. Mal ein Klaps auf den Hintern, in Ordnung, aber doch nicht. Was hattest du denn für milde Eltern? Nicht jeder hatte so einen Pops wie du. Was soll das denn heißen? Meiner hat mich gar nicht geschlagen. Was heißt denn das? Nicht? Nee. Wieso wurdest du nicht geschlagen? Das ist ja kein Wunder, dass du so bist. Wie soll denn aus einem Kind etwas werden, wenn man es nicht verkloppt? Wobei Glitzy kannte ja seinen richtigen Vater gar nicht. Ab und zu mal ordentlich. Er war wie mein richtiger Vater. Vielleicht hat der dich ja gehauen. So geht das doch. Ja, ich weiß nicht. Doch, sonst wäre aus dir nicht so ein feiner, kleiner Glitzy geworden. Hiebe sind Liebe. Nein, ich bin so toll geworden, weil ich ihm nicht verprügelt wurde. Was? Bist du auch geschlagen worden als Kind? Vorstellen. Jeder wird als Kind geschlagen. Vielleicht braucht man Gnome einfach. Nein, so erzieht man aber doch Kinder. Ja, wie Lisa schon sagte, kein Wunder. Ich glaube, ich muss an Ilo bitte mache, dass einige hier unfruchtbar werden. Ich glaube, sie sind nicht für die Kindererziehung geeignet. Du hast ein kurzes Ziehen in der Leiste, Torvin. Bei mir? Ich glaube, Torvin, du guckst und sehe dann, wie der wächst unten bei ihm, oder was? Vielleicht ist das einfach die Art, deiner Göttin mit dir zu sprechen. Nee. Yeah. Auf jeden Fall ist es ein ganz armer Junge. Ich glaube, das ist dieser Junge gewesen. Ja, das ist wirklich tragisch. Kann man leider nichts machen. Was denn? Wir können uns doch nicht darum kümmern, jeden blöden Jungen, der verprügelt wird, zu retten. Ach so, aber wochenlang mit irgendwelchen Froschmenschen um die Lande zu ziehen. Das ist sinnvoll. Ich war ein Prinz. Nicht?
Nein. In meinen Augen nicht. Da bist du auch überhaupt nicht dabei gewesen. Vielleicht ist der Junge ja auch ein Prinz. Du hast mal wieder bei einem Prinzen gefunden. Ja, klar ist der Junge ein Prinz, natürlich. Weiß der Prinz, der im Keller verprügelten Kinder oder was? Ja, wer weiß, vielleicht ist er entführt worden. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal, oder? Vielleicht gibt es irgendwann ja mal ein Königreich, in dem Kinder im Keller verprügelt werden. Was? Ignoriert mich nicht. Der war entstellt, oder? Also, weil ich klein und fuchsig bin. Wieges schaut. Wieges wird auch nicht ignoriert. Wer? Also nur ich. War ja gut. Na, wie gesetzt, sich total protestierend neben die Lina und legt ihr auch so die Pfote so ans Bein und guckt ernst. Ja, ich tätschle ihn. Sagt ihnen, dass ich eigentlich der Chef dieser Gruppe bin. Wieges möchte dir etwas mitteilen. Ach ja? Ja. Guck mal, was jetzt denn? Guckt er wieder so niedlich verbissen. Hier, Wieges, ich hab noch ein Leckerchen. Ach, nicht so wichtig. Siehst du, mein liebster Diener. Und er deutet mit der anderen Pfote so auf den Wieges. Ja. Er gibt mir sogar ständig Essen. Er macht schon jedes Mal auf. Ich hab nicht mehr. Kasimir ist halt auch wie ein Fuchs, nicht so schlau, aber riecht wie einer. Er deutet so auf diese Packung mit den Mandeln. Das vergibt so, was ich sagen wollte. Ja. Ich höre dir zu. Greifst du so hin? Ich höre dir auch manchmal zu. Die Packung ist weg. Was? Du redest halt so komisch. Ruhig um meine. Weil die ist eine Macke, ne? Wie er redet so komisch. Er hat halt einen anderen Akzent nur. Ja. Hab ich auf. Wir mögen hier keine Fremden. Ihr seid hier Fremde. Nur mal so. Egal. Also, der war ja grottenhässlich, ne? Der war ja entstellt. Ja. Ja, wenn der jetzt angenommen, der ist wirklich in so einer Adelsfamilie. Ja, was machst du, wenn du adelig bist und kriegst so eine Kartoffel da unten raus? In einen Frosch verwandeln und in den Sumpf schicken. Und steckst du in den Keller und verprügelst du alle mal. Ach so. Meine Mandeln sind weg. Na, dann konnte ich dich wenigstens schon nicht mehr entzünden. Was? Nein! Wo sind die denn hin? Ich geh mal weg. Hast du sie aufgegessen? Ich guck mal zu Wieges. Ich kann mir dieses Gejammere nicht mehr anhören und diese Argumente. Na gut. Vielleicht hat die dein komischer Hund gefressen. Mein? Gott? Der guckt schon so. Weil er liegt da und guckt hoch. Er liegt da ganz satt und schläfrig. Er schaut zu Lina. Ich geh zum Lord hin, mach mir das Maul auf. Hast du meine Namen wieder? Oh. Sieht nicht so aus. Er zieht die Schnauze weg. Ich sag euch, was das ist. Ich wette, wir haben jetzt den Geist von so einem kleinen Jungen am Hintern, der uns heimsucht und unsere Süßigkeiten klaut, solange wir leben. Was? Hat der meine... Wenn er meine Süßigkeiten hat, müssen wir den suchen und verprügeln. Musst du noch einen Keller finden. Was? Den wir dann schleifen, damit er sich auch zu Hause fühlt. Ich will ja gerade Wasser lassen. Ich höre das zum Glück alles nicht. Nee, hörst das nicht. Also ihr wollt jetzt aber doch nicht wirklich nach diesem kleinen Jungen suchen, oder? Und wenn wir ihn finden, dann müssen wir ihn ordentlich vermoppen, damit er sich wie zu Hause fühlt. Haben wir denn nichts Besseres zu tun? Wir müssen doch sowieso in die Richtung. Wir vermoppen eh die ganze Zeit irgendwas oder irgendwen. Da können wir auch ein Kind vermoppen. Wir vermoppen doch ist das jetzt Urin nur am zurück. Kochen, den ich gerade am Ablassen bin? Das ist schon am Verdampfen. So wütend bist du. Er reicht gar nicht den Boden. Wir haben bis jetzt nur schlechte Erfahrungen damit gemacht, irgendwelchen Geistern zu helfen. Wir haben doch bis jetzt nur einem geholfen. Ja. Und das war echt ein Griff ins Klo. So, komme ich wieder zurück. So. Ach ja. Aber vielleicht. Ich weiß ja noch nicht. Ich habe ja nicht gesagt, dass wir den Kleinen direkt suchen müssen, aber wenn auf unseren Wegen, wenn wir irgendwie wieder auf die Fährte kommen sollten, können wir auch etwas Gutes tun. Wer oder was ist davon, das wäre ja klasse. Abgesehen davon, wenn der uns jetzt in unseren Träumen verfolgt und als Albträume hier beschert, dann haben wir durchaus eine Motivation, den zu vermoppen. Du immer mit deinem Mob, du. Wieso redest du jetzt die ganze Zeit von Mobben? Was ist das überhaupt für Mobben? Das ist. Ich glaube, kasimirisch für verprügeln. Nein. Oder? Ja. Das scheint eine sehr raue Gegend zu sein, aus der du stammst. Ja, sicher. Ja, scheint eine einfach gestrickte Gegend zu sein, sagen wir es mal so. Aber wenigstens... Habt ihr denn Gesetzeshüter? Oh, ich hole mir jetzt neue Mandeln. Will noch jemand was? Bringst du mir was aus dem Spiegelkabinett mit? Nein. Und denk dran, wenn aus der Geisterbahn irgendjemand Hilfe ruft, renn ich alleine rein. Das gilt auch für das Kuriositätenzelt. Ja, ich hab gut. Lord, komm mit, wir gehen das Leckerchen kaufen. Und auch nicht dem schönen Mann auf dem, mit dem Ball da. Ja, ne? Ja, komm, wir gehen jetzt. Genau, bleib von den Bällen vom schönen Mann. Ja. Bring dir gleich ein paar Bälle, du Ball, du. Ja, was möchtest du denn gerne? Hat er gesagt, dass ich dick bin?
neuen Mann den kaufen? Nein, halt. Ja, du kannst doch noch nicht. Ich denke schon, das klang schon so. Wenn er seine zu streitschön ist. Vielleicht ein bisschen. Nein, das ist nur seine Süßigkeiten-Sucht. Ja, ja. Der Glitzi kommt wieder. Ja, ja, ja. Und schmeckt? Ach, Glitzi, weißt du noch damals, als wir alle zusammenlegen mussten, um uns eigenen Kuchen zu kaufen? Oh ja. Und jetzt haben wir so viel Geld, dass wir in einem großen Kuchen wohnen können. Ja, für dich müsste der ja gar nicht so groß sein, aber. Mein Gott, eine arme, gequerte Kinderseele in Not und ihr redet von einem Haus aus Kuchen und Gebäck. Das ist dann gar kein mehrschichtiger Kuchen, sondern ein mehrstöckiger Kuchen. Das ist Hänsel und Gretel. Auch wieder Kinderschönerei. Ja. Natürlich. Und deine Hexe. Aus Lebkuchen kann man das bauen. Ich fange schon an, kleine Leute in Kuchenhäuser zu locken. Ich wusste, es wird ein seltsames Ende mit mir. Bei dir wäre es eher das Eiscremehaus, finde ich, als wie ein heißer Backofen. Ja, hab mal schon. Kalte Küche. Kalte Küche, genau. Ein Haus aus Süßigkeiten. Theoretisch könnte ich ja dir die ganzen Lebkuchenherzen kaufen und die zusammenkleben, dann kann man ein Haus draus machen. Mhm. Und dann würdest du für alle Zeit hier leben bleiben, oder bis du dich durch die Wand gefressen hast. Das eine schließt das andere nicht aus. Ich glaube nicht, dass das bis in alle Ewigkeit dauern würde. Vielleicht 2 Tage. Und dann sieht das Haus aus wie ein riesiger Käse. Und wie sieht Glitzi dann aus? Das ist mehr Fenster als Wände. Der Glitzi kommt dann aus allen Löchern raus, gleichzeitig. Ich möchte mal nur wissen, wie gut der Lebkuchen ist. Aber wir brauchen dich doch, Glitzi. Du bist doch ein fähiger Waldläufer. Nicht Waldläufer. Ein doch, auch. Ja, du bist vor allem fähig, uns einen Weg durch die dunklen Wälder zu Auf einmal. Nee, wenn es jedenfalls irgendwann in Mode kommt, sich Häuser Süßigkeiten zu bauen, dann werden Gnome bestimmt als Schädlinge erklärt. Du, ihr Haus hat Gnome. Das ist gnomstichig. So, wenn du weiter so gemein bist, musst du mir das Lebkuchenherz wiedergeben. Nein. Nein. Das ist meins. Trotzdem bin ich nicht gemein zu dir, sondern zu deiner Rasse. Ach. Und da du gar keine kennst, die so sind wie du, kannst dir eigentlich egal sein. Oder du könntest es auch wieder so sehen, dass du da ja sonst niemanden kennst, der ist wie du, alles auf dich münzen, was ich gegen Gnome sage. Weil also ich ja außer dir auch keinen kenne. Also wäre das völlig egal, wenn ich über Spindeltüre Mädchen mit Strohhalm herziehen würde. Kenne ich ja keine. Wie wir gestern gelernt haben, nicht mit Strohhalm, sondern mit Haaren, die wie flüssiges Stroh fließen. Eine sehr schöne Beschreibung. Muss ich mir merken. Man kann nicht alles schön reden. So, ihr kleinen Dreckschweine. Und jetzt würde ich sagen, kümmern wir uns mal darum, dass wir ins Bett gehen. Was hat er denn halten? Bevor es jetzt hier noch ein Unwetter gibt. Wie ihr kleinen Dreckschweine. Ach, ich denke, du nimmst sowas nicht persönlich. Tu ich auch nicht. Aha. Und morgen wird es dann so kalt? Wir können ja mal Wetten abschließen, wer morgen früh alles eine Erkältung hat. Ma! War Herbst, gut, dass ich ne? Oder? Haben kann. Es ist Herbst, ja. Ja, ist denn keine Möglichkeit da bei den Zirkusleuten? Haben die nicht irgendwie ein Zelt vielleicht? Nee, aber es ist ja nur 2 Kilometer bis Schweinbach. Ja gut, dann da schaffen wir doch noch die 2 Kilometer. Die wirst uns doch gut führen können, Glitzi, oder? Wie die Schwalbe fliegt. Nee. Tief und schnell. Das ist ja, von mir aus. Mann, mein Mio. Was wären wir ohne Glitzi? Ich war schneller unterwegs, weil er nicht so kurz Beine dabei hatte. Nein, ich weiß dich durchaus zu schätzen. Tief und schnell. Immer genau bist du mein bester Freund. Mino, noch eine Handvoll Mandeln in den Mund gestopft. So. Ja, fertig. Los geht's. Wo ist denn eigentlich der Knecht? Ja, der ist mittlerweile ein bisschen still geworden nach dem Erlebnis im Spiegelkabinett. Sie sitzt ein bisschen abseits und repariert an Torwins Kettenhemd darum, indem er mit dem Mund immer so, er hat so ein Lederstück im Mund, hält dann immer so diese Kettenleder fest und hakelt da mit seiner Zange drin um. Oh, hey. Hallo, Herr Knecht. Ja? Wir ziehen gleich weiter. Oh ja, schön. Gehen wir jetzt nach Schweinbach? Ja. Das ist gut. Ich führe euch. Er steht auf. Und packt dann das Kettenheft weg. Na gut, ich bleib hinter euch. So ein liebenswürdiger Knecht. Danke. Du machst das wirklich gut. Ja, danke. Ja, danke. Knecht Ruprecht steckt sich ein paar Mandeln in den Mund.
Und dann folgt ihr ihm. Und während die Sonne langsam im Horizont untergeht und es Abend wird, trefft ihr noch etwa eine halbe Stunde Marsch in Schwalbenbach ein. Hey du, du warst doch schon mal in Schwalbenbach, nicht wahr, Knecht? Ja. Gibt's da irgendwas Besonderes drüber zu erzählen? Haben die ein Gasthaus oder... Ja, sie haben ein Gasthaus. Natürlich. Ja, ich bring euch hin. Moment. Ja, das Dorf ist relativ klein. Ist vergleichbar mit Waldhorn. Besitzt ja, vielleicht 20, 30 Häuser, so wie es aussieht. Und liegt direkt an einem großen Fluss, der ihn durchführt. Dadurch gibt es eine kleine Insel innerhalb des Flusses, auf dem auch ein Gebäude steht. Ein kleines Wäldchen anliegend, angrenzend. Und alles recht ruhig, vielleicht ein wenig verschlafen. Als ihr aus Süden so einwandert, ich drehe es mal um. So sieht das aus, Moment. So. Hier so aus Südwesten kommt ihr dann hoch. Und seht bereits, dass es keine Dorfmauern gibt, also keine Stadtmauern. Das sieht alles sehr ruhig aus. Und es ist momentan auch, sagen wir mal, dörfliche Geschäftigkeiten. Die Leute kommen von den Feldern zurück mit dem Zeug auf ihren Wagen. Der ein oder andere Händler ist auf der Straße zu sehen, als sie dort einfahren. Ihr dürft mal eine Diplomatie würfeln. Ich würde mir die wirklich noch schneiden. 19. Mhm. 16. Mhm. Ich habe nur 1 gewürfelt. Dann wären das 7. Ja. Und 19. Ja. Ihr werdet gar nicht groß angeguckt, bis dann schließlich Kasimir auftaucht. Fuchsförmig. Das heißt, ein Fuchs in 1,70 Meter groß auf 2 Hinterbeinen laufen zu. Was ist denn das für ein seltsames Wesen? Guck mal, der sieht ja aus wie ein Monster. Jetzt schaut er her, schau weg. Schau weg, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Wo? Komm, Gerti, wo? Komm mit nach Hause. Komm. Aber Mama, das ist ein Fuchs, guck mal. Gucken Sie mein Kind nicht so an und sie schlägt so mit der Hand nach deinem Kopf. Hey! Das ist doch ein Unverschämter. Was sind Sie eigentlich für ein komisches Monster? Lassen Sie den armen Kasimir in Ruhe. Beruhigen Sie sich. Halt, was denn hier los? Ein dicklicher Mann in einem Kettenhemd. Was soll denn hier... Oh, bei Meduna, was ist das denn? Das ist nur ein Fuchs. Das ist nur ein Fuchs? Seid ihr verflucht? Ihr bringt Unheil über unser Dorf. Nein, ich sage doch nein. Ich glaube, dein Paladin der Ilo würde mit einem Verfluchten umherziehen. Ich bürge ist auch euer Haustier. Nein, ist er nicht. Er ist mein Freund. Er ist mein Gefährt. Ich bürge für ihn. Noch Sodomie betreiben immer diese Ego-Paladine. Glaubt ihr denn, eine Hexe würde mit so jemandem... Eine Hexe auch noch? Oh. Das wenn ich euch hier im Dorf sehe. Wir wollen nur einen Nachtlager gerade tut. Was wollt ihr? Wir bräuchten einen Nachtlager. Ach so. Für solche Leute wie euch ist das aber extra teuer. Wir sind doch ziemlich reich. Genau gemustert. Wie ist überhaupt euer Name? Ihr seid uns hier am Ankurbeln. Wer seid ihr denn? Nur weil ihr ein Kettenhemd tragt, einen fetten Wams hat? Hartmut ist mein Name. Was soll das heißen? Ach, nur weil ich ein Kettenhemd trage. Ja. Ich gehöre zur Exekutive dieses Dorfes. Oh wei, da könnt ihr jemand. Schwalbenbach lebt nur so gut, weil ich meinen Dienst gut tue, wie der Rest der Wache. Also ich glaube, es gibt nur eine Möglichkeit, diesen Zwist zu lösen. Götterurteil durch Zweikampf. Habt ihr den Schmuh denn? So etwas gibt es nicht. Wenn die Hoheit das sagt, muss da was Wahres dran sein. Ja, schau. Wie redet ihr überhaupt mit mir? Hoheit von was denn? Prinzessin von Heneheim. Heneheim, wo ist das denn? Nie gehört. Da werdet ihr beerdigt, wenn ihr so weitermacht. Ihr habt so ein komisches Ding in eurem Gefolge. Was soll ich nicht mal komisches Ding ich glaube kein Wort. Wo ist denn eure Prinzessinnen-Urkunde? Ich bin eine Ohrfeige. Au! Jetzt ist Auge, ich nehme euch gleich fest! Jetzt halt junge ein. Dame! Mein Streiter! Jetzt kommt mir nicht so! Das ist mein Streiter. Wenn ihr was haben wollt, regelt das mit ihm. Von mir kriegt ihr nur Ohrfeigen, so wie ihr euch benehmt.
Und gleich kommt die nächste. Also, wenn junge Dame, ihr seid gerade mal so da jung wie meine Hand. Tochter. Da nein, die Hand. Ich gebe euch gleich die Hand, kommt. Hachmut. Was gibt es, komischer Idopis, der Paladin mit dem Sodomee-Fuchs? Der übrigens gerade verschwindet. Wo ist er hin? Ihr habt ihn vielleicht verschollen. Ja, ihr habt ihn verjagt, den armen Kerl. Mein seltener Fuchs. Wenn ich den hier sehe und nicht an der Leine. Leine? Mein seltener Fuchs wird bestimmt nicht angeleint. Ja, hier werde ich gleich angeleint. Ja, du bist mein schöner Fuchs. Das andere ist der seltene. Ihr habt ja noch einen Fuchs. Das ist ja furchtbar. Ihr seid sehr rassistisch, kann das sein? Nur so konnte Schwalmbach so das werden, was es heute ist. Ja, was ist es denn? Eine blühende kleine Stadt. Naja, ein Dorf. Ein Dorf wohl eher. Nun werdet mal nicht unverschämt. Vielleicht könntet ihr meinen Unmut ein wenig, sagen wir mal, abkühlen. Und er macht so eine typische Monetengeste. Er will eindeutig eins auf die Schnauze. Jetzt werdet ihr ja nicht unverschämt, junge Dame. Ich glaube, wir werden uns mit diesem Hartmut schon einigen können. Ja, das denke ich auch. Ab mit dem Kopf. Ich guck, es sind übrigens auch noch andere Leute kommt in der Umgebung, während er, während er quasi mir so hinter dem Hartmut herumwickelt. Ey, ich bin hinter dem geschlichen, oder? Halt mich zu. Halt mich zu. Ja. Was hast du gemacht? Heimlichkeit oder was? Die streitet sich mit Leuten, das ist doch super, da kann man super wegschleichen. Die stehen einfach hinter. Der nimmt doch zwei Goldmünzen. Nun gut. Das ist ja nicht so wenig. Dann zwei Goldmünzen, das verdient ihr in zwei Jahren nicht. Dann jetzt werdet ihr mal wieder nicht unverschämt. Ich stehe jetzt, hinter ihm und Effi nach. Nun gut, für zwei Goldmünzen verlagere ich heute meine Wache auf... Zurück an die Biertheke. Halte deinen Mund, du unverschämtes Weibsgepatsch. Au! Er hebt auch schon die Hand. Jetzt haltet ein, sie ist doch noch jung. Da kriege ich jetzt das Doppelte am Gold und ich verhalte mich diese Nacht ruhig. Moment mal, ich spüre einen Windzug hinter mir. Guck, wer hinter sich. Es fühlt sich an, als würde mich jemand nachhelfen. Da seid ihr ja schon wieder. Ich war die ganze Zeit da. Kommt hinter mir raus. Wie vier Goldmünzen, der Herr. Ich kann gut, ich gebe noch zwei. Nun gut. Und aber dass jetzt, ihr mir ja nichts anstellt. Aber jetzt ist ja mal Schluss mit der Rumpfalscherei. Ich habe euch auf dem Kieker. So. Aber bis morgen früh habt ihr uns nicht auf dem Kieker. Bis morgen früh habe ich euch vergessen. So, schönen Abend noch. Meduna mit euch. Und dann wankt er so weg und sieht seinen dicken Hintern unter diesem Captain. Ja, gut, das war nicht schwer, sich hinter dem zu verstecken, oder? Nein, Kasimir. In dem sein Hartmut. Ist doch ganz lustig. Keine 30 Kilometer vom letzten Dorf entfernt wird einem nur mit Feindschaft begegnet. Ja. Das stimmt. In dem einen Dorf, da waren wir noch die gefeilten Helden. Und hier sind wir auf einmal die nicht gewollten Ausländer. Kein Wunder, hier verprügeln die bestimmt auch Kinder in Kellern. Ja, aber die kriegen doch hier öfters Reisende nach Baldur's Tor. Müssen ja doch oft Reisende vorbeikommen. Ich verstehe das gar nicht. Dann nehmen die sich immer wie die Axt im Wald. Ja. Ja, gut, allerdings, wenn ihr mal so nachdenkt, wie der Kasimir so ins Dorf reingegangen ist, so Unterkörper so ein bisschen so vorgelagert, die Arme so ein bisschen auseinander und so. So ein bisschen wie so ein Gangster-Prolet. Wie so ein Fuchs-Prolet. Das Goldkettchen. Ja, gut, aber. Ja, gut. Okay, noch eine Kutsche mit goldenen Reifen, mit goldenen Rädern. Jemand so hübsch. Ja, von einem. Und mit dem Seuch an einem Finger gespielt. So. Und dann der gnomische Bade, der Musik macht, ne? Ich bin mit so einer dicken Uhr um. Aber eine Sanduhr. Eine goldene. Oh. Goldene Eieruhr. Natürlich da mit Diamantstaub drin statt Sand. Ne? Boah. Ja, hab ich mal ein Foto. Ich soll mal jetzt mal gucken, wo das Gasthaus ist und dann ins Bett. Ich will nicht mehr. Ubrecht, du weißt ja. Ja. Sind die denn hier immer so? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich sind die ganz nett. Auch der Hartmut ist eigentlich auch normalerweise ganz nett. Vielleicht haben wir Vollmond. Die sind Anti-Fuchs, ich bin mir ganz sicher. Oh. Ja, bestimmt. Ja, genau. Trotzdem. Die werden doch schon Schlimmeres hier gesehen haben als wie ein Fuchs auf zwei Beinen. Da kommt doch sicherlich viel Wunderbares. Ja, vor, ihr Hauptmann. Ja, zum Beispiel. Na gut, vielleicht mag er keine Kuriositäten außer sich. Ja, sie ist doch keine Kuriosität. Das ist vielleicht ein Sonderling, aber eine Kuriosität. Ich finde auch, die Ebene dieses Wortes ist weit zu hoch gegriffen. Oh Mann. Ihr lauft durch das kleine Dorf. Und findet dann schließlich auch die Taverne zum grunzenden Eber.
Draußen kommt geht so ein Gehweg aus Holz vorbei. Und es hängen ein paar Leute davor herum. Ach, hier kann man bestimmt gut essen im grunzenden Eber. Ja, ich hab's ja verstanden. Ihr Miesen. Ich finde das nicht nett von euch. Hört mal bitte auf, Glitzy zu ärgern. Hm? Was denn? Ich bin deine beste Freundin. Ich stehe natürlich hinter dir. Ich klopfe dir auf die Schulter. Skeptische Blicke sogar von den Dorfanwohnern. Ich will jetzt nur noch ins Bett. Ich hab so viele Süßigkeiten gegessen. Wann warst du zuletzt baden? Wieso? Dann ist es mal wieder Zeit. Nein! Du warst nicht im Zuber. Auch ein kleiner Waldläufer muss mal baden. Wenn sein muss. Ja, da du ja keinen Papa mehr hast, der dir das sagt, mach ich dir das. Aber nur ins warmes Wasser gibt, nicht ins kalte. Was denn gegen kaltes Wasser? Aber na gut, für Fragen halt. Ja, lass uns. Was bist du doch ein reicher kleiner Gnom? Ja, das ist schon passiert, oder? Ja. Normalerweise bin ich 2 Meter 10, richtig. Und dann habe ich schon auf kalt gebadet. Das scheint auch auf den Verstand einzuwirken. Nein. Ich kann nicht, was du meinst. Was? Du warst 2,10 Meter mal groß? Naja, die Masse von ihm steckt im Boden. Ist wie bei einem Eisberg. Nein, die Masse steckt... Oh nein, darüber rede ich jetzt nicht. Ich will jetzt da rein! Ja, dann auf. Geh los. Ja, geh voran. Ich gehe voran mit meinem Hund an der Seite. Mir. Ignoriert die Leute, die da stehen. Die Taverne. Ui. Und es ist richtig, richtig voll hier. Ich glaube, hier gibt's was umsonst. Ja. So richtig verraucht und schummrig. Ja, schon ziemlich. Als ihr eintretet, seht ihr, dass es mehrere Tische gibt, die alle fast alle voll sind, bis auf den Tisch, der ganz rechts steht. Ihr seht eine Theke mit mehreren Stühlen und ihr seht links etwas, das aussieht wie eine Art Kampfring, in dem ihr immer wieder so... Ja, so große Wolken von Federn hochfliegen seht und dort hinten jubeln die Leute. Ja, los, zeig sie ihm, los, jetzt, ja! Federvieh oder was? Ja, gucken, ob die Zimmer frei haben. Ja. Glitzy wuselt sich da durch, Richtung Theke. Mit Lord an der Seite. Ich geh Glitzy nach, vielleicht oben an der Nase. Gut. Ja, dürft ihr noch einmal Diplomatie machen. Nein. 23. 9. 16. Dasselbe wie vorher. 24. Alles klar. Lauf ruhig rein. Jip. Zumindest wird der Kasimir diesmal nicht verschmäht, sozusagen. Aber man merkt auf jeden Fall, dass ihr durchaus, ja, sagen wir mal, Aufmerksamkeit auf euch zieht, als ihr reinkommt. Ja. Oh, die da. Entschuldigung, ich schlage auch meine teure mit Pelz besetzte blaue Kapuze zurück. Und gehe dann mit bestimmtem Gesichtsausdruck zur Theke. Ja. Ja, brav Lord, schön hier bleiben. Darfst einmal, oder ja doch, du darfst einmal akustische Wahrnehmung würfeln. Ja. 9. Wie, ich nicht? Totenstill hier. Nein, das nicht. Nein, du tust das nicht mit. Als du plötzlich von hinten von etwas angefasst wirst. Eine Hand, die sich so von hinten links um deine Taille legt. Die junge Dame. Und es ist eine sehr tiefe, leicht rauchige Stimme. Krieg ich das mit? Ja. Bleib jetzt mal stehen. Lord, bei Fuß. Dann dreh ich mich erstmal um. Aufstehen und guck. Ich glaube auch stehen und guck erstmal. Ja, als du über die Schulter schaust, siehst du einen großgewachsenen Mann, sicherlich 1,90, mit schwarzen Haaren, die hinten zu so einem lockeren Zopf gebunden sind, in Kleidungsstücken, die ihn doch recht abenteurerartig aussehen lassen. Leichter 3-Tage-Bart und ein, ja, sagen wir, ein bisschen verführerischen Blick. Na, junge Dame. Der Herr. Was treibt denn einen solchen Diamanten in eine kleine Taverne wie dieses hier? Oh, ich suche verirrte Hände und ich schaue auf seine Hand runter. Und schaue wieder zu ihm hoch. Jetzt beobachtest du das die ganze Zeit etwas. Naja, schmunzelt so ein wenig herausfordernd aus. Dürfte ich euch einladen?
Wenn ihr eure Hand da wieder wegnehmt, dann dürft ihr. Ich mag es, wenn die Mädchen nicht allzu gut zu haben sind. Ja, er nimmt die Hand auf, von deiner Taille weg, dreht sich dann so vor dich und schaut auf dich runter und hält dir so die Hand hin. Blitzi steht da hinten so. Ja, ich stehe benutzt gerade und betrachte, mit wem habe ich denn überhaupt das Vergnügen? Er räuspert sich und greift sich so an ja, dieses Tuch, was in seinem Hemd verschwindet. Und setzt dann ein sehr edles Lächeln auf. Mein Name ist Sovan. Na, so war ich. Na, werdet einen kleinen Blick an Glitzi. Und eurer junge Dame. Lina, Prinzessin von Hinneheim. Eine Prinzessin. Hinheim muss ein wunderschönes Land sein, wenn seine Prinzessin so eine bezaubernde Person ist. Ja, ich schmunzle und reiche ihm dann die Hand. Ja, er nimmt sie und deutet einen Handkuss an. Prinzessin. Der Herr. Dürfte ich euch denn vielleicht auf ein Getränk an meinen Tisch einladen? Ich bin in Begleitung hier. Aber ihr dürft mich bestimmt mit an die Tresen begleiten. Oh. Vielleicht könnten wir uns zu einem späteren Zeitpunkt einfach noch einmal unterhalten, Prinzessin. Ist nicht auszuschließen. Vielleicht beliebt es eure Begleitung, den früheren Abend doch lieber in einem Bett zu verbringen als hier. Dann könnten wir noch ein wenig Zeit miteinander verbringen. Der Weg war lang und zunächst werde ich erstmal ein Bad nehmen. Aber ich danke schon jetzt für eure Einladung, der Herr. Aber sehr gerne. Schließlich möchte ich doch nicht, dass eine so bezaubernde Dame nicht ihrer Schönheitspflege nachgeben kann. Nicht, dass sie es nötig hätte. Glitzi gibt einmal die Hand, schnuppert an sich selber. Ja, die sollte ich doch mal baden. Nun gut, die Dame. Er greift wieder zu deiner Hand und deutet wieder den Handkuss an, um dich mit seinen grauen Augen anzuschauen und schmunzelt kurz. Ja, ich lächle kurz ein bisschen. Wow, und dann dreht er sich weg und geht. Können wir jetzt die Zimmer buchen, bitte? Ja, ich drehe mich grinsend wieder um. Ja, was denn? Das war doch sehr charmant. Ja, ja. Bist du jetzt so garstig? Beim Schnecken sind auch charmant. Jetzt komm. Euer Hoheit. Sind überhaupt nicht charmant. Ich hab das gar nicht groß mitbekommen, weil ich eine Theke namens Wirt. Was war das denn für einer? Das war ein sehr netter Herr. Ein sehr netter Herr. Ja. Fatzke war das. Du frisst gleich ein Fatzken auf die Nase. Was dann? Ja. Ich krabbel auf zwei in der Stühle hoch. Mhm. Kommt nur so ein Typ an, redet ein bisschen fein daher und. Hallo! Hast du noch nicht hingekriegt? Ja, ja. Oh, oh, hallo, der Gnomenherr. Hast du noch nicht erlebt? Was kann ich für euch tun? Tschüss, guten Tag. Wir sind zu viert mit einem Hund. Wir bräuchten bitte eine Übernachtung. Ah, aber selbstverständlich. Ich habe bereits noch einige Zimmer frei. Ja, wie viele sollen es denn sein? Gibt es unverheiratete Paare hoffentlich nicht? Bitte einen Raum für unsere Prinzessin und einen Dreierraum für... Eine was? Für die Herren. Ja, der dickliche Wirt beugt sich über die Theke. Sein Bauch wird dabei so von dieser Theke sozusagen gedrückt. Eine Prinzessin? Plötzlich ist es still im Raum. Und diverse so Leute so schauen in eure Richtung. Das ist Prinzessin Lina von Hinheim. Prinzessin? Was? Ja, ich neige gleich mein Haupt. Der Herr. Hinheim habe ich ja noch nie gehört. Wir kommen von weit, weit, weit weg und bräuchten bitte etwas Gemütliches zur Nachtruhe. Ja, ich drehe mich einmal im Kreis zu den ganzen Leuten um. Die Prinzessin von Hinheim bezahlt die nächste Runde. Diplomatie. Plus 5. Ja, das ist bestimmt nichts. Oh doch. Nein, 28. Ja, alles klar. Du erntest einen Schwall von Jubel. Du musst das immer übertreiben. Und sofort ist die gute Stimmung in der Taverne wieder da. Staatsangelegenheiten. Runde, Runde! Und zwei der Schankmeiden laufen herum mit riesigen Tabletts. Was ist denn das Beste, was ihr hier anzubieten habt? Der Wirt, ein Bier oder ein Wein? Oh, für die Begleiter der Prinzessin, die eine große Runde ausgibt. Danke übrigens, die Dame. Nur das Beste. Wein. Bestes zwergisches Bier. Wie wär's damit, der Herr? Ein Zwergenbier, das wäre mal was. Gut, gut. Setzt euch an die Theke. Hey, du, geh mal weg da. Aber ich bin Stammgast. Geh weg. Jetzt nicht mehr. Du bist eh schon zu voll. Ja, und dann sitzt ihr an der Theke und werdet mit dem besten Bier und Wein und Kleinigkeiten wie Schweinebraten versorgt. Zum Wohl. Ihr dürft also euch alle mal, ja, ihr
Das Essen, aber du bezahlst ja du alles, ne? Mal yes. gucken, Leute, dann wirf mal ein W100. Plus 10 auf jeden Fall. 14. 14 plus 10 sind 24 Leute, sind auf jeden Fall da. Die jeweils für 2 Gold. 2 Gold? Eins von mir aus auch. Das ist immer noch arschteuer. Die trinken sich ja sonst was. Also eine Runde. Eine Runde. Dann, mal, fünf, ja. dann 5 Silber. Ich bezahle den ganzen Abend. Ach, den ganzen Abend, dann 2 Gold. Pro Person. Pro Person. Ja, dann will ich auch noch, dann jubeln sie aber nochmal, oder? Also, ja, dann selbstverständlich. Danke, danke. Dann gebe ich dem Wirt insgesamt 40 Goldstücke. Ja, das reicht. Dann kann er auch das Essen für die Leute bezahlen. Na gut, na gut. Esst alles, was ihr möchtet. Auf jeden Fall brauchen wir Zimmer. Aber selbstverständlich. Die gebe ich euch sogar zum halben Preis. Nur 5 Silber die Nacht. Und es sind gute Zimmer. Und Badezuber? Auch die sind dann enthalten, der Herr. Woher stammt ihr nochmal genau? Aus Hähnerheim. Hähnerheim. Warum liegt denn Hähnerheim? Ah, ja, ich meine mich zu erinnern, so etwas mal gehört zu haben. Nun gut. Und als Lina sich auch mal so umguckt, sieht sie, dass der gut aussehende Mann von eben ihr auch so kurz zunickt. Dankend sozusagen. Ja, ich nicke kurz zurück. Warum ist der Hund denn da hinten? Der will auch was fressen, der ist, ach, der ist im Hühnerkampf. Er hat gewonnen. Nein, Leute. Er hat den Abend für sich entschieden. Nein. Ich hab ihn getarnt und gefedert. Geteert und gefedert. Getarnt und gefedert. Ja. Oh, wie wär's mit einem Hähnchen? Ist gerade fertig geworden. Das sieht doch wahrscheinlich schon sehr zerfleddert aus, oder? Ach, gut, es ist immer noch. Die zerkratzen sich nur. So, bring mal das Hähnchen. Ja, und dann bringt ein kleiner Laufbursche das tote Huhn aus dem, den toten Hahn, aus dem Hahnenkampfring an die Theke und wird dann in die Küche geschleppt. Aus Hahnenkatzen machen. Schon roh. Was treibt denn eine solche illustre Runde wie euch vier hier in das kleine Schwalbenbach? Wir sind auf der Durchreise. Nach Baldurs Tor. Ah, hab ich's mir gedacht. Die große Stadt. Aber sagt mal, guter Mann, kann man hier in Schwalbenbach irgendwo vielleicht ein gutes Pferd erstehen? Ein Pferd? Ja, durchaus. Durchaus. Aber ich meine ein gutes Pferd. Ja, gut. Ich weiß nicht, ob es denn den Ansprüchen einer Prinzessin genügt. Die natürlich hoch sind. Natürlich. Nun gut, aber Bauer Nurbrug hat zum Beispiel hat mehrere Pferde, die hin und wieder sogar nach Baldurs Tor geliefert werden. Nun gut, danke sehr. Kein Problem. Ist der zufällig heute Abend hier? Na, wartet. Nein, leider nicht. Ich sehe ihn nicht. Der ist allerdings auch kein Trinker. Er steht immer sehr früh auf und geht früh ins Bett. Na, sehr anständig ist der wohl. Ja, als Bauer. Nicht der beste Kunde. Dabei kommt doch sicherlich viel reißendes Volk vorbei, aber oder? Selbstverständlich. Ihr seid nicht die ersten Fremden, die ich sehe. Und er ist noch nicht mehr das erste Fuchswesen, was ich sehe. Ah. Wusste ich's doch. Warum hat dann dieser Hauptmann so fies auf mich reagiert, als wäre ich irgendwie... Hauptmann? Ach, ein Hauptmann. Hartmut. Ach, Hartmut. Hartmut ist unter uns, sagen wir mal, ein etwas frustrierter Wachmann, der gerne mal seine Autorität heraushängen lässt. Das haben wir zu spüren bekommen. Seid aber trotzdem vorsichtig mit ihm. Er ist relativ gut mit dem Hauptmann. Ach, das ist gar nicht... Ach so. Naja, nein, er ist nicht der Hauptmann. Er ist nur ein Wachmann. Gut, der Alteingesessenste, aber nur ein Wachmann. Tja. Das habt ihr nicht von mir übrigens. Nein, nein, wir haben auch von euch nicht, dass er bestechlich ist. Das ist schon traurig genug in diesen Zeiten. Na gut, jeder muss sehen, wie er umkommt. Auch Hartmut. Auch der Hartmut. Ach, umkommen sie alle. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Über die Runden. Tja. Da kommt ihr aus dem Süden. Die Straße entlang. Ja. Wart ihr auch auf diesem Jahrmarkt? Ja. Mhm. Meine Tochter ist nur am Jammern deswegen. Papa, Papa, mein neues Kuscheltier ist kaputt. Du bringst vorsichtig sein. Er scheint zumindest teilweise verflucht zu sein. Verflucht? Ja. Seltsame Dinge tun sich da. Und wir hatten mit einigen sehr kuriosen Wesenheiten zu tun. Das stimmt. Die nur mit einem fähigen Schwerkämpfer wie unserem Thorwin und den... Sehen Sie diese Schraube? Mannigfaltigen Fähigkeiten meiner beiden anderen Begleiter und einiger Magie zu bezwingen gewesen sind. Verflucht? Ja. Nun ja, das würde erklären, warum der Teddybär sich erst in Einzelteile aufgelöst und dann verschwunden ist.
Naja, oder eine Spur zu hinterlassen, ja. Seltsam. Moment, ich guck noch mal nach den Mandeln, die ich das zweite Mal gekauft habe. Ja, du siehst, guckst du rein, jetzt sind nur noch 3, 4 drin, die dann plupp, verschwinden. Was ist das denn wieder für eine Hexerei? Die Sachen verschwinden. Was? Dina, guck mal nach, ob du noch das Lebkuchenherz hast. Toll, ich mache meine Kapuze auf, greife mit dem ganzen Arm rein, bin drin rum und ziehen. Guck mal, finde ich das Lebkuchenherz? Nein, ist nicht drin. Nein, es ist weg. Diese Betrüger. Da war garantiert Zauberei da im Spiel. Ich habe doch gerade gesehen, wie die Dinger verschwunden sind. Natürlich ist das Zauberei im Spiel. Herr Paladin. Ich habe die bestimmt nicht eingeatmet, die... Nein, das stimmt. Dass Glitzy Mandeln, gebrannte Mandeln verschwinden lassen würde, ist doch sehr, sehr unwahrscheinlich. Auch, ist auch sehr gereizt deshalb jetzt. Naja. Gibt gleich Brathähnchen. Glitzy lässt niemand gerne seine Nüsse. Oh doch, die eine, die außer, war... Außer was? Er muss für zahlen. Wenn es umsonst ist, mache ich das auch. Ich hab da gar keine Ahnung. Denk immer dran, Glitzy kostet nichts, ist auch nichts. Jawohl, euer Hoheit. Nie, nie, nie. Danke, Herr Kleinmarschall. Ja, ich weiß, zum Großmarschall reicht es noch nicht. Ja, du wirst aber schon bald zum Mittelmarschall befördert. Mittelmarschall. Zum Stabsuntermarschall. Hm. Das bringt auf jeden Fall noch so ein zweites Zwergengebiet. Ja, es ist unheimlich gut. Es lohnt sich absolut. So, und ich werde mich jetzt empfehlen und baden gehen. Herr Wirt, ich neige das Haupt. Prinzessin. Dann badet denn wohl. Der ich bin immer misstrauisch, wenn jemand finster lacht, wenn ja. Er das kommentiert, was ich so tue. Oh, das war nur ein... Das ist Gewohnheit, Entschuldigung. Ich würde darauf achten, ob hier welche ausgestochenen einen? Holzaugen dort in den Wänden gibt's sind. Gibt es da ein Badezimmer? Oder nein, jedes Zimmer hat ein. Ja, dann gehe ich jetzt auch baden. Ich habe jetzt ein Bier und ein Braten und ein davon und... Auch wenn die Mandeln jetzt wahrscheinlich in meinem Bauch verschwunden sind, bin ich trotzdem satt. Aber jetzt gehe ich baden. Vielleicht verschwindet dein Bauch jetzt ja mit. Was? Vielleicht löst du dich ja komplett auf. Ich guck so in das Hemd rein. Nein, alles noch da. Dann bist du nicht mehr länger ein Viertel Drachentöter, sondern nur noch ein Achtel Drachentöter. Das ist übrigens weniger als ein Viertel. Das weiß ich auch. Ich bin nicht doof. Ich bin vielleicht klein, aber nicht doof. Na gut, komm, wir gehen baden, Glitz. Und denk dran, auch hinter den Ohren. Oh Mann, du bist nicht meine Mama, lass das. Ich schaff das schon. Ich werde das kontrollieren. Nein, willst du nicht? Oh doch. Und auch den kleinen Glitzi. Nein! Wenn du so frech bist, dann wasch mir den Mund mit Seife aus. Schon wieder. Hast du noch gar nicht. Sollst du auch nicht. Zumindest nicht, wo du wach gewesen bist. Was? Was? Ja. Ab in die Badewanne. Alleine. Alleine Ohren waschen. Ach ja, sollen die mal baden gehen. Hör, Hammer, wird noch mal so ein Pilzkin hier. Ein Zwergendoppelbock. Zwergendoppelbock. Ja, ich stell dir das Bier hin. Prost. Zum Wohl, Herr Wirt, auf euch, in euer edles Haus. Danke. Da wird der grunzende Eber dankbar für sein. Vor allem für die Runden der jungen Dame. Ist das ja eine Schwedin, eine Prinzessin? Ja, natürlich. Ach, ihr lügt mich doch an, oder? Bei Paladin der Elo, ich würde niemals lügen. Prinzessinnen haben doch nicht so Haare wie Stroh. Das reicht. Nein, du bist nicht da. Nein, ist das nicht. Du bist nicht da. Ja, gut, sie war ja ist lang auf Reisen gewesen. Warte mal ab, wenn sie mal erstmal gebadet hat und das Haar frisch gemacht ist. Ah, ich bin gespannt. Aber ich achte mal auf diesen Charmeur, was der macht, wenn wir jetzt die Treppe hochgehen. Na, darfst du mal Manimo bitten. Verdunstet. Deine Wolke zieht nach oben. 23. Ja. 23. Du siehst, dass der sich wohl erhoben hat. Und so unauffällig, also nicht jetzt so schleichend, sondern schon so unauffällig in die so Richtung. So von einem Pfosten hinter den anderen Pfosten. Nee, unter Fisch durchkrabbeln. Also nicht so, talala, jetzt gehe ich da hinterher, sondern er ist halt schon dezent in die Richtung der Tür gegangen, in der Lina verschwunden ist. Und Glitzy. Möchtest du etwas tun? Ja, natürlich, ja. Du bist gerade mit dem Halvan am Kämpfen. Rülps. Ja gut, dann warte mal, Freund, ich komme gleich wieder. Was hast du vor? Ja, dieser Charmeur da, der ist... Der was glaubt, ist mit dem? Der stellt... Meinst du, Lina, ich soll den Lord aufwaschen? Der stellt den Glitzy hinterher.
Oder eher Lina. Der ist doch noch so gut wie neu. Das wird lustig, ich komm mit. Da komm, wir versuchen auch erstmal so unauffällig. Jo, den Fleisch. Dann dürft ihr auch mal beide heimlich würfeln. Nee. Das ist ja mein Paradendisziplin. Oh, ich würfel heute schlecht. Ah, 16. 9. Ja, okay. Ihr schleicht. Hinter. Badewanne! Wie hattest du? 16. Ja. Ihr schleicht hier nach rechts. Ist das wie im Pool? Durch diese Tür. Hier hinter. Also hier um diese Ecke. Und genau hinter der Ecke steht er und dreht sich zu euch. Oder steht er und lehnt so an der Wand. Schönen guten Abend, die Herren. Guten Abend. Kann ich etwas für euch tun? Hier irgendwo muss mein Zimmer sein. Sicherlich dort um die Ecke. Ja. Wir schmunzeln so ein wenig. Ja, das kann gut sein. Na gut, dann viel Erfolg. Von irgendwo hörst du. Er lehnt da und hat die Arme verschränkt. Ich lehne mich gegenüber von ihm an die Wand. Ist denn etwas, dass er der Herr. Ihr solltet nur wissen, dass ich ein Auge auf die Prinzessin halte und ihr praktisch ihr Beschützer bin, nicht wahr? Solltet ihr irgendwelche Anzüglichkeiten vorhaben, in welcher Art auch immer, bekommt es mit mir zu tun. Seid ihr ein Sittenwächter? Ja, nach dem Zeichen auf eurer Brust zu urteilen, seid ihr genau das Gegenteil und versucht selber in ihren Zuger zu kommen. Ilo-Paladin. Was? Wie kommt ihr? Wie kommt denn schwellt auf den doch Gedanken? Bereits bestimmt die Hose. Bei mir schwellt gar nichts. Ich bin schon seit längerer Zeit mit ihr unterwegs und ich habe das gut im Griff, im Gegensatz zu euch. Ach so, meint ihr Freundchen. Im Griff mit der Hand an eurem Schritt. Was möchtet ihr von mir? Freundchen, ich hab dich im Auge, glaub mir das. Nimm die Hand runter. Was? Ihr habt mir gar nichts zu sagen. Dahergelaufener Fremder. Naja, das Gleiche könnte ich euch ebenfalls sagen. Was seid ihr überhaupt? Wie? Was bin ich überhaupt? Ja. Schweinehirte, Zuhälter, Glücksspieler. Entschuldigt mal bitte, aber habt ihr meine Kleidung gesehen? Ja und? Ja, es seufzt. Ich trage übrigens auch sehr feine Kleidung. Mhm. Ja, aber du bist ja. Du bist noch ein bisschen weiter gegangen, oder? Ich wäre wahrscheinlich 2 Schritte weiter gegangen und wäre. Ich warte halt dann auf ihn. Mhm. So. Wohl kaum. Möchtet ihr mir jetzt irgendetwas sagen oder mir weiterhin gegenüber? Was ich euch zu sagen habe, habe ich euch gesagt. Na gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Herr. Und er deutet so eine suffisante Verbeugung an. Herr Ilo-Paladin, Sittenwächter. Was soll ich dazu sagen? Scheinbar naja. Nichts mehr. Ich glaube, da gibt es nichts mehr zu sagen. Ihr seid sehr selbstsicher. Und ihr seid ziemlich nervig. Doch, ich fange gerade erst an. Das ist so harmlos. Das stimmt. Der kann noch viel schlimmer. Ach, ihr gehört dazu. Was? Ja. Natürlich gehört er dazu. Das ist mein Freund und Gefährte. Grabowski, Schlibowski, ja. Schlibowski. Ich verstehe. Und wie gesagt, wahrlich, ich sag euch, passt auf, ihm entgeht nichts. Er hat Augen wie ein Fuchs. Ich habe Fuchsaugen. Entschuldigt bitte, aber ich lache kurz. Komm mal zu ihm zurück. Übrigens, Kasimir Schlibowski, es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen. So, Wahn. Und dann greift deine Hand und schüttelt die fester. Mhm. Gleichfalls der Herr. Und ihr, Sittenwächter, habt mich euch noch gar nicht richtig vorgestellt. Torwin, Talion. Und ihr habt auch einen Nachnamen? Nein. Oh, ungewöhnlich. Wirklich ungewöhnlich. Ihr kommt von hier. Vielleicht. Sprecht gerne ein bisschen in Rätsel. Macht euch interessanter, als ihr seid, nicht wahr? Ihr seid amüsant, Herr. Nun gut, aber wenn die junge Prinzessinnen-Dame 2 Türsteher hat... Ihr habt Glück. Sie hatte mal einen Türsteher, das war ein Halborg, habe ich gehört. Der würde jetzt nicht zurückbleiben. Ich glaube, der hätte euch bereits auseinandergenommen. Ach, glaubt ihr nicht, von der Mentalität her seid ihr ähnlich? Nein, ach, der war ganz heißblütig. Er hat wohl seinen Weg mit Leichen gepflastert. Und hat sie gerne im Teich versenkt, wie ich gehört habe. Wollt ihr mir jetzt drohen? Nein.
Ach, ich bin ja kein Halborg und er ist auch kein Halborg. Wie gesagt, eure Mentalität ist ähnlich. Ach, wisst ihr was? Ist der jünger als ich oder wie alt ist der? Der sieht aus, als wenn er so 40 ist. 40? Ja, 30, 40? Stimmt. Du bist so ein junger Rusche. Ja, das ist... Er schmunzelt ein bisschen. Könnt ihr Ach, sagen. Weißt du was? Du bist für mich ein waschechten alten Stecher und daher lasse ich dich jetzt hier... Vielleicht findest du ja noch irgendwo ein Holzauge hier in den Holzwänden. Und hau ab. Oh je, ich glaube, ich habe ihn gekränkt. Na gut, Herr Schlibowski, richtig? Schliwowski, danke. Schliwowski. Ja, richtig. Verstehe. Ich denke, wir beide könnten noch ganz gute Freunde werden. Sicher. Und er greift sich so in die Innenseite seiner Jacke und zieht wohl etwas heraus. Nun gut, der Herr. Und reicht dir die Hand. Greifst du zu, schüttelt dir die Hand ich und du gebe, spürst beim, dann ja, etwas ich, in der Hand. Ich ne, während er mache mich auch beim Handgeben schon darauf bereit, was in die Hand zu nehmen. Ja. Er verlässt dich schließlich. Und lass es dann elegant in meine Tasche gleiten. Hand voll Schlüssel. Ja, und während Lina sich wäscht und die Haare wäscht und Glitzi auch in einem Zuber hockt, der viel kleiner ist, eher so ein Eimer. Mach ich! Ich hab gedacht, ich krieg auch so einen Zuber, ja, dann kann ich Bahnen schwimmen. Ja. In der Holzschubkarre. Geht der Torwin ein wenig gereizt? Ja, in den ich geh wieder in den Thekenraum zurück, oder? Komm okay. mit, weil ich bin noch zu wach, also jetzt schlafen gehen will ich nicht. Dann könnt ihr so noch ein wenig den Abend verbringen. Ich trink mein drittes Zwergenbock. Und als auch einen Schnaps. Als Torwin und Kasimir wieder an der Theke sitzen. Der Mann von eben ist nicht mehr zu sehen. Meinst du, er hat die Warnung verstanden? Ich habe die Befürchtung, du hast ihm nicht wirklich Angst gemacht. Ich will ja nicht sagen, ne? Aber ich glaube, der Typ, der ist ein bisschen... Was ist er? Also er hielt sich ja erstmal schon mal für was ziemlich Gutes, ne? Ja, das kann er ja auch tun. Das sagt ja nichts über seine Fähigkeiten aus. Das mag ja sein, aber der war jetzt auch nicht gerade der Jüngste, ne? Der sah erfahren aus, weißt du? Der hat schon was erlebt, ne? Und was sind wir hier? Wir sind doch gerade erst geschlüpft. Was ist denn hier los? Ah, der alte Spelzbock hinter der Lina her. Jetzt machen uns hier nicht schmächtiger, kleiner, als wir sind. Ich sag ja nur, wie es von außen aussieht. Ach so. Ich meine, dass wir schon einen Drachen getötet haben, das weiß der ja nicht. Nee. Der denkt, wir würden mit Eidechsen spielen. Oh. Auf jeden Fall, ich halt ihn im Auge. Ich weiß nicht. Ein dubioser Kerl ist es. Ja, da steckt noch mehr dahinter. Wie war jetzt eigentlich die Zimmeraufteilung? Haben wir jetzt einzeln? Ich kann auf den Zimmer aufzeigen. Oder wie? Oder jeder einzeln? Das ist das Glitzi-Zimmer. Da können Torwin und Kasimir schlafen und hier oben ist das Zimmer der Prinzessin. Die wird das Doppelbett. Doppelbett. Ja. Klar. Ja, sehr schön. Möchtet ihr an diesem Abend noch etwas tun? Ja gut, wenn ich mit Kasimir an der Theke sitze, mal so zu dem Hahnkampf geguckt und mal so ein bisschen die Ohren gespitzt und was die Leute so, die werden ja immer gesprächiger mit jeder Minute, denke ich mal, die mehr die Interesse haben. Ich meine, diese Investition muss sich ja auch lohnen. Ja, was würdet ihr denn gerne hören und wo hört ihr denn gerne zu? Ja. Lass mal erstmal herausfinden, was die Leute so über diesen Karpaten hier denken. Karpaten? Ja, so, wie heißt der Sovan? Sovan? Ja, dann dürft ihr einmal Diplomatie würfeln. Genau, dann haben wir mal so ein bisschen, wer das überhaupt ist. Mhm. Oh. 19. 29. Ja. Zwei Drittel Drachentöter. Der Kasimir. Kriegt nur mit, also es scheint wohl aus Baldur's Tor zu stammen. Und der Torwin hört hier und da, wenn er, ja, hier dieser komische mit dem schwarzen Haar, was, komische, der ist doch nicht komisch. Also man vermutet wohl, so genau weiß man das nicht, dass der, wie gesagt, auch aus Baldur's Tor wohl kommt, ein Abenteurer ist scheinbar, aber irgendwie noch was, eine Art Arbeit in Baldur's Tor nachgeht. Also Teilzeitabenteurer. Ja, vielleicht. Nebengewerbe. Vielleicht, ja.
Also, dass er noch irgendwie eine Position in Baldur's Tor innehat, sag ich mal. Ja, also er scheint wohl irgendwas in Baldur's Tor zu tun und nicht einfach nur ein Abenteurer zu sein. Der auf Reisen ist, sondern der eher so im Umfeld von Baldur's Tor sein Glück noch sucht. Und vielleicht. Es wird auch vermutet, ja, er war früher mal ein Abenteurer, heute macht er etwas anderes. Aber genaueres habt ihr nicht rausgekriegt. Ja gut, rede ich mit Karte. Und hören, dass er aus Baldur's Tor kommt und mal Abenteurer war oder noch ist. Und in irgendeinem ruhigen Moment, wo ich vielleicht irgendwie irgendwann mal ein bisschen abseits bin oder so, möchte ich mal gucken, was er mir da eigentlich gegeben hat. Ja. Oder wenn ich mal gerade eben austreten aus bin. Deiner Tasche, als du draußen austreten gehst, eine Münze heraus, wo vorne ganz klar zeigt, dass dies eine Münze aus Baldur's Tor ist. Also hat mir einfach nur Geld gegeben, oder wie? Nein. Als du so eine Hand drehst, siehst du, dass die Rückseite weggekratzt ist und neu geprägt wurde. Aha. Und du siehst dort drauf einen Raben. Dann gehe ich wieder rein. Ja, komm, Tobi. Was denn? Komm mal mit dir. Ja, du musst dir erzählen. Warum? Kann man nicht an der Theke klären? Nee, dann geht gar nicht. Na gut, dann geh mal voran. Gehen wir raus. Stellen uns da irgendwo hin, wo keiner guckt, wo keiner lauscht. Ja, aber draußen. Aber dann gucken auch wirklich das nicht. Also so mal nach links und rechts und auf, auch aufs Dach oder so, da geht kein Fenster auf. Ist. Ja, ihr könnt euch einfach in eine Gasse zurückziehen. Was ist denn los, Kasimir? Nachdem wir eben mit dem Sovan gesprochen haben, ja. hat er sich so hier so, ne? Kam so auf mich zu und hat gesagt, ja, wir zwei, wir könnten ja noch Kumpels werden und so. Und hat mir was gegeben. Ganz unauffällig, unter der Hand. Da habe ich schon gedacht, Mensch, der Typ, der ist kein unbeschriebenes Blatt, weil der das so geschickt so in der Hand und verdeckt und, ach egal. Jedenfalls hier diese Münze hat er mir gegeben. Das ist eine Münze aus Baldur's Tor. Jetzt guck mal auf die Rückseite. Siehst du das? Rabe oder was ist das? Der ist aber sowas von ein Rabe, Mann. Ich kenne mich aus, das ist einer. Was heißt das denn, ein Rabe auf der Münze? Ist das irgendwie eine Organisation oder ein... Ja, das ist ja nicht die Originalprägung. Jetzt überleg doch mal, was klingelt denn bei dir, wenn du Rabe hörst? Wir suchen doch jemanden. Ach. Ja. Stimmt ja. Ne? Ist ja ein Ding, ne? Seltsam. Vielleicht sollten wir uns nicht so ganz dagegen stemmen, dass die Lina, also die war ja sowieso nicht abgeneigt, ne? Ja, eigentlich hast du recht, ist ja alt genug. Soll ja... Wundert mich nur, hat sie erst so geschwärmt von dem Typen da, von dem Helden. Dieser Felten Siegart, meinst du? Ja, ja. Na gut, sie ist jung, sie vergisst auch schnell, glaube ich. Außerdem ist sie noch Jungfrau, glaube ich. Was war das denn für eine Pfeife? Der Kerl! Ja, der war auch noch Jungfrau, glaube ich, so viel ich wusste. Ja, ach, du lieber Himmel. Weiß ja, grün bei Ilu. Grün und grün zusammen, das ist nicht gut. Und da hast du nichts gemacht? Was ist denn da los? Ja, ich hab's hier und da probiert. Die waren sehr resistent dagegen. Ach, ja. Bei Lina juckt es gerade. Wie ist das? Da kriegt man einen kalten Schauer im Nacken oder so, ne? Wenn andere mal reden. Was? Zwischen den Beinen juckt es. Nein! Ja, kennst du nicht das Sprichwort? Wenn, ja, nee, ich juckt, kenn, nee, ich kenn dann klingelt im linken Ohr, so, wenn einer über dich redet. Oder im rechten, dann lässt er einen. Lina sitzt in der Badewanne und die Ohren klingeln. Auf jeden Fall, sie ist doch Jungfrau. Ach du. Klitzi natürlich nicht. Was für eine Verschwendung. Klitzi war Stammgast im Hafenbordell in. Ja. Ja, der macht's richtig. Ja, der Kleine. Ich meine, man muss nicht unbedingt dafür bezahlen, oder? Oh Gott. Ja, der ist abgezockter, der Klitzi, wie du denkst. Der macht immer so naiv, als ob er so ein kleiner, mandelfressender Gnom nur wäre. Dann ist es wirklich kein Pflaumenfresser. Ach, Pfläumchen. Ja. Ja. Liebe Zuhörer, Sie sind jetzt bei FSK 18. Schönen Abend, herzlich willkommen. Der hat faustdick hinter den Ohren. Oder zwischen den Beinen. Ne? Jetzt garantiert nach dem langen Inselaufenthalt. Ich will gar nicht wissen. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe Angst, dass er über Lina herfallen könnte. Ach du lieber Himmel. Ja gut, aber ich meine, es ist ja überfällig, ne, wenn die immer noch Jungfrau ist. Ja, aber doch nicht durch so einen Gnom. Wählt sie einen Schaden für den Rest ihres Lebens. Es kommt nicht auf die Größe an, es kommt auf die Technik an. Ja gut, da wird er natürlich, man nennt ihn doch das Nähmaschinenschiff.
sollten jetzt nicht in den inneren Reihen nach Feinden suchen. Er ist eine ehrliche Haut, dieser Klitz. Ich wollte dir nur sagen, was Frauen... Er tut halt etwas... ich wollte schon sagen, seriöser. Er tut etwas... mir fehlen die Worte. Wir machen wenn nichts. Ich an ihn denke. Komm, geh mal wieder rein, danken noch ein bisschen Worte nach. Ja, doch, ich hab mir, die Kehle ist durstig und vielleicht hören wir noch was anderes. Ja. Ach komm, aber hier nicht. Aber vergessen, gut, dass ne? du das gesagt hast. Das müssen wir den beiden auch vielleicht morgen beim Frühstück. Ja, und Glitzy wäre nach dem ausgiebigen Bart und nachdem er seine Klamotten mal irgendwo ausgeklopft hat. Wäre auch ins Bett gegangen und hätte Lord an der Türe postieren lassen, beziehungsweise hätte er Platz nehmen lassen mit Wache halten und hätte sich dann auch ins Bett gelegt. Hey, gescheites Bett nach langer, langer Zeit. Ja. Das wird auch genutzt. Oh mein Gott. Und Lina sitzt die in der Badewanne. Ja, die geht nach dem Baden feiern und säuft sich die Hucke voll. Ja. Dann darfst du noch einmal Diplomatie plus 10 würfeln. Oh Gott. 21. Als ihr gerade, du Torvin, du Kasimir, noch an der Theke sitzt und schwafelt und trinkt und so weiter, hört ihr dann auch, wie die ein oder andere Gespräche auch veräppeln? Und man wohl in die Richtung der hinteren Tür schaut. Wird so still auf einmal. Ja. So. Oh. Und man pfeift. Ey, Mädchen! Hey, das ist doch die Prinzessin. Prinzessin! Noch eine Runde bitte! Und man jubelt. Ja! Ich war ein bisschen intus schon so. Ja, ich taumel mal darüber und mache so breitbrüstig dahin hier als Leibwächter mit meinem Bier in der anderen Hand. Ich gehe auch so ein bisschen dahin und so, Prinzessin. Na Jungs, wir müssen aber langsam mal wirklich reden über die Jungfräulichkeit, die ihr verlieren müsst. Ich bin so am Start. Wir sind uns das auch echt am Überlegen, ob wir dich noch hier beschützen sollen. Ne? Ja. Weil, ich meine, das ist ja eigentlich die beste Gelegenheit. Ein bisschen, dichter nebeneinander stellen. Wieso ist das denn? Ja, klar, zeigen. Kein Problem. Einen Moment. Immer so von oben nach unten. Aua! Habt ihr sie noch alle? Was ist denn hier los? Denn? Was ist denn das für ein ungebührliches, pflegelhaftes Verhalten, was ihr beiden hier an den Tag legt? Ich bin eine Prinzessin. Jetzt habe ich mein Bier verkippt. Ja, ich verkipp gleich noch was ganz anderes. Das edle Zwergenburg. Vielleicht solltet ihr beiden euch wieder da hinten hinsetzen und weiter den Unsinn reden, den ihr die ganze Zeit gesprochen habt, bevor ihr mich gesehen habt. Aber ich lasse mich hier nicht von euch in aller Öffentlichkeit so anpöbeln, als wäre ich irgendein billiges, was weiß ich auch immer. Ja, das haben wir doch nicht gesagt. Braucht jemand ein Mädchen für die Nacht? Trotzdem wird hier nicht meine Jungfräulichkeit verhandelt. Schon gar nicht von euch. Na gut. Mädchen für die Nacht? Ja, aber. Du musst aufpassen, der alte Mixpitter, der ältere Kerl, der dich an. Ich glaube. Der ist gefährlich, der hat es auf dich abgesehen. Du scheinst mir momentan auf der Höhe deiner geistigen Kräfte zu sein. Ja, die Kasimir hüpft so beim Lachen und schüttet so mit dem Rest des Frieres raus. Wiegis leckt das auf. Was soll denn überhaupt dieser... Dann mache ich das auch. Dieser obszöne Begriff Wiegspitter. Ich bitte dich, Torvin, du bist doch, da benutzt sich doch kein Paladin. Prinzessin, wahrlich, ich sage euch, er will an euer Jungfernhäutchen. Wo willst du denn überhaupt wissen, wie es um meine Jungfräulichkeit steht? Beobachtest du mich in Momenten, wo ich mich unbeobachtet fühle, oder was willst du mir damit sagen? Natürlich nicht, ich bin ein Mann von Ehre. Was bist du? Du bist ein besoffener Trunkenbold. Ja. Es ist ja auch anstrengend. Es ist ja nur, dass ich heute mal einen über den Durst getrunken habe. Mit meinem Freund nimmt den Kasimir so einen Armstoß wieder an. Komm, Kasimir! Ja. Schon leer, scheiße. Dann schnappt ihr deinen Freund und arbeitet gegenseitig an eurer Jungfräulichkeit. Dann lasst mich damit in Ruhe. Ich sag dir nur, pass auf. Und dann komm, immer noch eine Trinke. Und dann geht ihr saufen und lasst die arme Lina in Ruhe. Hey Mädchen, soll ich dich vielleicht mal einladen? Du hast uns eingeladen. Komm an unseren Tisch, komm, wir spielen Würfeln. Okay, setz mich damit hin. Ja. Stripwürfeln. Hallo? FSK 18, bitte wieder abschalten, danke. Zu spät. Mäxchen. Ja, als du an den Tisch kommst, ist der auch voll mit Leuten, die dabei sind zu würfeln. Ja, und los, jetzt komm! Oh, die Prinzessin, hey, setzt euch doch neben mich. Ich kann euch meine Würfel leihen. Ich hab eigene Würfel. Ihr habt eigene Würfel? Ja, die meint bestimmt ihre Würfel in der Bluse. Nein, nein.
Entschuldigt. Ja gut, dann setzt mal ein hier. Wir machen hier gerade Würfelknippe. Wie ist denn der Einsatz? Silbermünze. Na gut, da bin ich dabei. Gut, gut. Ja, spiele ich mit. Ja. Dann machst du Glücksspiel. Das mal ein W6 würfeln. Ja, du verlierst leider 3 Silber. Ach, lasst euch das nicht zu Herzen gehen. Ihr dürft nochmal würfeln. Oh, das ist aber nett. Sehr gut. Ja, du gewinnst wieder 2 Silber. Und so geht es eine ganze Zeit lang. So dass du im Endeffekt nur plus minus 0 rauskommst. Fortuna ist dir nicht allzu rund. Du siehst im Hintergrund, wie Torwin dann mal so von der Theke wegkippt. Kasimir lachend auf ihn drauf. Einer geht noch. Einer! Und die dann irgendwann von so mehreren Leuten rausgeschmissen werden. Aus der Was? Aus, ihr besoffenen Penner! Raus! Zu den Schweinen. Hier so. Ja, du bist so. Ihr werdet so an den Füßen und an den Armen so rausgeschmissen. Da sind aber starke Burschen dann. Ja, und landet dann schließlich vor der Tür. Weißt du, Torwin, was? Das ist eigentlich so das, woran man einen guten Abend erkennt. Normal ja, aber ich fühle mich trotzdem wie ein Idiot. Ach, wieso das? Mir dreht sich schon alles. Boah, ich glaub. Ich geh in Deckung. Alter, kannst du auch nicht machen. Ich glaube, ich habe einen Hähnchenknochen verschluckt, ey. Das gute Bier! Ja. Das gute Bier, aber da war irgendwie, ich hab eben noch so im Halbsuff das Hähnchen die Keule im Ganzen runtergeschluckt, weil ich schnell nachspülen wollte. Immer diese Penner. Da so bist du auch so gierig, doch. Ja. Das ist. Kasimir, oh, hallo. Entschuldigt, nein, ich habe einen Mann. Sie flüchtet. Ach, schade. Kasimir, glaubt mir, als Paladin hat man es nicht leicht, aber leicht hat es ein. Man redet die ganze Zeit von Fruchtbarkeit und selber kommt man nicht zum Schuss. Ich muss da was ändern. Ich insgeheim ehrlich bin ich ein bisschen eifersüchtig auf den guten Klitzi. Weil der ständig einen wegsteckt, oder was? Ja. Hab ich da was nicht mitgekriegt? Spielt ihr hin und wieder mal ohne mich? Oder läuft da was untereinander? Er war im Hafenviertel bekannt. Das war ja, der Name. Hallo, ist ein halbes Jahr jetzt her. Ja und? Dein Ruf hast du weg da. Aber dir? Da rufen die Dirnen, rufen bereits ein Glitzi. Ja, zurück. Der Gnomenhammer. In diesen Wäldern ist der heimisch. in den heimischen Wäldern der Hafendirnen. Ja, er hat so manchen, Busch durchkämmt dort. Ein echter Wald, Leute. Sehr verehrte Damen und Herren, Sie können dieses Abo auch FSK 18, FSK 16 und Ü6 abonnieren, selbstverständlich. Ü6? Aber eben, jetzt mal was anderes. Was ist denn gerade passiert? Haben wir uns rausgeschmissen? Wir haben doch für die Zimmer bezahlt. Oh, wir sind ganz schön besoffen, oder? Na komm, wir gehen wieder rein. Okay, das finde ich ist eine gute Idee. Ich tue mir so ein bisschen die Bröckchen gerade so aus dem Gesicht. Ja, währenddessen, Lina ist ein nettes Gespräch an dem Tisch versuchen. Das sind alles Handwerker, die hier auch in Schwalbach arbeiten. Der eine ist Schmied, der andere ist ein Hausbauer, der andere ist ein Schuster. Was? Und woher kommt ihr? Ja, der Knittelknecht, der sitzt so ein bisschen abseits. Und ihr kommt wirklich aus Innerheim, ihr seid eine richtige Prinzessin. Hast aber du nicht ihr Haar gesehen? Es ist wie schönes Stroh. Ah, kommt, hier, nimm noch ein Schlückchen Wein. Danke sehr. Aber sehr gerne. Ihr seid wirklich sehr freundlich. Ja, die mit 30-Jährigen am Tisch freuen sich, dass die 18-Jährige da sitzt. Und schielen dir immer auch so auf die Klamotten, was da drunter ist. Und die Dame... Wie gefällt es euch so in Schwalbenbach? Doch, es ist ganz nett hier. Wir sind ja allerdings nur auf der Durchreise. Oh, wohin wollt ihr? Nach Baldes Tor? Genau. Da, wo alle wichtigen Leute... Ach, so ein anderer lehnt sich zu dir rüber. Meinst du nicht, Mädel, das hier so Schwalbenbach wäre doch toll für dich, oder? Bist die hübscheste Maid des ganzen Dorfes. Du könntest bis zu den Sternen greifen hier in Schwalbenbach. Und in Baldes Tor darüber hinaus. Und du könntest die alte Villa der von Schwalbenbachs aufbauen. Das wäre genau das Richtige für die eine Prinzessin. Die alte Villa der von Schwalbenbachs? Ja, die auf der Insel.
Da wohnt schon seit 5 Jahren keiner mehr, seit das Ding abgebrannt ist. Ja. Hatten die zufällig einen Sohn? Keine Ahnung, ich weiß nur, dass die Leute da umgekommen sind. Ey, doch, ich hab von so einem Typen gehört, der hatte doch hier. Hatte der so einen Schnurrbart? Schnurrbart? Der wäre von Schwalbenbach. Ja. Ja. Echt? Ja. So ein hier so mit gezwirbelt und ja, so? Ja, ja, mit gezwirbelt, so Koteletten und so. Hatten die zufällig ein Kind? Keine Ahnung. Ja, ich weiß, die hatten so ein kleines missgestaltetes Monster. Das Monster, das hat seine Eltern umgebracht, das hat nämlich Feuer in dem Haus gelegt. Nein. Doch, wirklich. Und da sind sie. Herr Schwalbenbach ist da. Der Berolf. Berolf hieß der. Der ist umgekommen. Und die Mutter. Wie hieß sie noch? Keine Ahnung. Weiser oder so. Naja, auf jeden Fall. Voll das Monsterkind. Hast du also gleich. Doch, ich hab den mal gesehen. Ja? Nein, wie hieß der denn? Niemand gesehen. Keine Ahnung. Weiß nicht, was auf der Statue stand? Ja, da stand Tobbes drauf. Sagt euch Tobbes irgendwas? Nee. Nee. Kann das sein? Nee, tut mir leid. Das ist ja interessant. Das Haus werde ich mir auf jeden Fall mal ansehen. Ja, seid aber vorsichtig. Nicht, dass da drin spukt oder so. Keine Angst, ich kann zaubern. Auch noch eine Zauberin. Großes Fest. Jetzt müsst ihr uns aber mal davon erzählen. Und in dem Moment kracht die Tür auf. Und die beiden Besoffenen kommen laut grölend wieder rein. Da sind wir wieder! Ganz ruhig, ganz ruhig. Haltet euch im Zaun, ihr müsst nicht so jubeln. Bier und Brathähnchen für alle. Was? Ja, es waren gerade dabei, so die beiden großen Typen aufzuschneiden, die euch rausgeschmissen haben, halten dann inne. Brathähnchen und Bier für alle? Für alle. Eine Rolle auf den Herrn hier, alles klar. Ja, die ziehen nicht so rein. Und dann darfst du mal dir Geld abstreichen. Es sind immer noch ungefähr 20 Leute da. Diesmal mit Brathähnchen sind es 3 Goldstücke pro Person. Zwei Goldstücke waren für den ganzen Abend. Entschuldigung, nein, dann zahlst du 30 Goldmünzen. Verzeihung, natürlich. 30 Goldstücke insgesamt? Ich habe 40 bezahlt für den ganzen Abend, für alle Leute zusammen mit Essen. Ja, Bier für die ganze, für alle, für den Rest des Abends und auch noch Hühnchen. So kriege ich dann Geld wieder? Nein. Hallo, der Wirt macht sich damit Geld. Ach so. Ah, du bist ein guter Mann, komm, setz dich wieder an die Theke, aber nicht wieder draufkotzen. Ach, ich doch nicht. Ja, erst noch wieder so einen kleinen Kurzen für mich und meinen Freund Schlippram Grabowski. Du kannst doch selber nur aussprechen, sei doch ehrlich. Aber wir sind besoffen. Ja, du auch. Ja, komm, lass mal weiter. Ich glaube, wir haben gut auf die Prinzessin aufgepasst heute Nacht und heute Abend, oder? Wir sind die besten Aufpasser. Südlich vom Nordpol. Wir sind die Elite der Garde der Prinzessin. So vergeht diese Nacht und ihr schlaft wenig.